rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck die Studentin Alison Servas. Hallo Alison. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Alison, du studierst seit anderthalb Jahren hier an der Universität, aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Du bist, glaube ich, knapp 21 Jahre alt und was hast du denn bisher so gemacht? Genau, also ich bin noch 20 Jahre alt, ich werde erst im November 21. Genau, und nach meiner Schule, also ich war auf dem Eichendorf-Gymnasium und hat immer schon eigentlich in Koblenz gelebt. Und nach der Schule war mir eigentlich direkt klar, was ich machen wollte. Es gab eigentlich immer nur Plan A für mich und der war Lehrerin zu werden. Und ja, den habe ich auch eigentlich ziemlich direkt verfolgt. Ich habe zwar erst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, aber halt auch direkt an der Grundschule, um da halt nochmal zu gucken, okay, ist es wirklich was im Alltag für mich, der Lehrberuf, jeden Tag. Und das hat sich definitiv für mich bestätigt, sodass ich dann kurz darauf auch das Lehramtsstudium begonnen habe und ja, da immer noch tätig bin. Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, hier in Koblenz zu studieren? Weil manchmal möchte man doch als junger Mensch auch mal gern was anderes noch kennenlernen, oder? Ja, das stimmt. Aber ich bin auf jeden Fall auch ein Familienmensch und ich wohne auch immer noch zu Hause bei meiner Familie. Und dann hat sich das für mich einfach auch ergeben. Und ich habe einen fließenden Übergang gehabt zwischen meinem freiwilligen sozialen Jahr und der Uni. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist auch am einfachsten und ich bin auch gerne in Koblenz. Deswegen bin ich einfach erstmal geblieben und das ist dann immer noch weiterhin so. Ja, gibt es ja noch jede Menge Möglichkeiten, wahrscheinlich auch während des Studiums. Und wahrscheinlich war das sogar rückblickend besser so, denn so von der Universität hast du bisher ja gar nichts mitbekommen. Ne? Ich glaube, heute ist die erste Vorlesung, die du besuchen wirst, richtig? Präsenz? In Präsenz. Heute ist die erste Vorlesung, direkt nach dieser Aufnahme werde ich das erste Mal eine Vorlesung gehen dürfen und ich bin auch schon ganz gespannt. Ansonsten war ich teilweise zu Klausuren oder mündlichen Prüfungen schon mal an der Uni, aber eigentlich fühle ich mich wie im ersten Semester, wenn ich jetzt gleich an die Uni gehe, weil ich eigentlich noch nie wirklich da war und mich gar nicht auskenne. Ich war noch nie in der Mensa zum Beispiel. Wann denn auch? Und du bist jetzt eigentlich im vierten Semester, richtig? Genau. Das Semester hat ja jetzt am 25. Oktober begonnen und da bin ich ins vierte Semester gekommen. Hat man denn trotz allem ein bisschen Kontakt zu Kommilitonen bekommen? Also es ist halt immer ganz unterschiedlich und ich muss sagen, ich hatte Glück, dadurch, dass ich halt ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, kannte ich halt auch schon viele Leute und dadurch, dass ich halt auch nebenbei an der Schule arbeite, beziehungsweise an zwei Schulen, hat man da halt auch schon Anknüpfungspunkte schon vorher gehabt. Das heißt, da hatte ich Gott sei Dank Ansprechpartner. Aber ich glaube, in dem ganzen Studium habe ich sehr wenige Leute kennengelernt. Ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, weil natürlich online weiß man das halt jeder. Man sieht sich meistens nicht mal und wie soll man dann irgendwie Kontakte knüpfen? Von daher habe ich es mit zwar wenigen Leuten, aber immerhin, ich glaube, ein paar Leuten habe ich Kontakte geknüpft, ja. Wenn wir das jetzt nochmal so Revue passieren lassen, wir hatten ja Mitte März letztes Jahr den Lockdown und kurz darauf fing das Studium eben an für dich. Ne? Genau. Da war wahrscheinlich erstmal alles komplett aus den Fugen, ne? Weil da wusste ja keiner so genau, wie geht es überhaupt weiter, wie gehen wir mit diesem Thema um, wie lange hält das an, wie hast du diese Zeit erlebt? Also da habe ich ja begonnen und da dachte ich erstmal, okay, das ist ja jetzt vielleicht nicht so schlimm. Man wusste ja alles gar nicht, wie lange geht diese Pandemie. Und dann dachte man sich vielleicht, okay, höchstens ein Semester. So war das ja auch anberaumt. Und dann habe ich mich eigentlich im zweiten Semester darauf schon gefreut gehabt, vielleicht mal an die Uni zu gehen. Aber dann kam ja alles noch viel schlimmer und das war ja auf gar keinen Fall möglich. Von daher, es hat sich halt irgendwie immer so ein bisschen gezogen, was ja auch verständlich ist. Aber natürlich für einen Studenten selber, man hat halt immer gehofft, okay, das nächste Semester vielleicht. Und ich muss schon sagen, das hat sich sehr lang gezogen. Also ich fühle mich auch teilweise gar nicht wie eine Studentin, weil ich bis jetzt ja noch eigentlich keine Studierendenerfahrung sammeln konnte. Und du hast dann praktisch die ganze Zeit zu Hause gesessen, vorm Rechner oder vor deinen Büchern und hast gelernt und hast dir eben Lehrveranstaltungen online angeschaut. Wie war das denn organisiert? Hat das halbwegs funktioniert aus deiner Sicht, zumindest als es sich dann irgendwann mal gefunden hatte? Oder würdest du sagen, ist noch viel Luft nach oben? Das hängt eigentlich ganz davon ab, welchen Dozenten man bekommt, aber natürlich auch für die Fächer. Also ich kann natürlich jetzt nur für die Fächer sprechen, die ich gerade studiere. Also ich studiere Lehramt auf Grundschule, vor allem in die Germanistik, also Deutsch und katholische Religion. Und da kann ich zum Beispiel sagen, katholische Religion war meistens, kann ich sogar besser bewerten als den Deutschunterricht. Aber es ist halt wirklich vom Dozenten abhängig. Es ist halt, der Dozent kann eigentlich entscheiden, in welcher Form es online stattfindet, ob es über Zoom oder andere Plattformen geht oder ob er einfach quasi asynchron, nennt man das, was hochlädt. Deswegen, das kann der Dozent frei entscheiden, ob asynchron oder synchron. Von daher kann man das halt pauschal irgendwie gar nicht so sagen. Aber es ist natürlich schon schwer, weil vieles war
sehr viel asynchron. Das heißt, man hat einfach Aufgaben hochgeladen bekommen oder PowerPoints, die man sich angucken musste. Das war eigentlich der Großteil. Und das heißt, man hat einfach wirklich, habe ich immer alleine zu Hause gesessen und mir die PowerPoints angeguckt, angehört. Und ja, das war mein Alltag. Gab es da nicht dann auch so eine, du sagst jetzt asynchron, synchron, also so eine Live-Fragestunde zum Beispiel, wo man dann regelmäßig mal mit dem Dozenten auch wirklich mal in den Austausch kommen konnte? Das haben Gott sei Dank die meisten Dozenten angeboten. Aber auch da, man hat halt irgendwie schon gewisse Hemmungen. Ich meine, man kannte den Dozenten gar nicht. Der Dozent hat dann meistens die Kamera auch angemacht, dass man ihn sehen konnte. Aber selber, ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch nie die Kamera anmachen müssen. Müssen oder wollen? Also ich hatte gar nicht die Gelegenheit dazu, sage ich mal so, weil wir bis jetzt entweder bei Big Privaten gemacht haben und da heißt es halt auch viel, es sind viel zu viele Studierende. Das heißt, eigentlich macht meistens nur der Dozent die Kamera an. Weil es sonst zu ablenkend wirkt, wenn zu viele Gesichter sozusagen zu sehen sind. Und damit das Internet stabil bleibt, weil es ja sonst einfach zu überfordernd für das Internet sein kann. Und deswegen habe ich auch meistens niemanden gesehen. Und dann ist es natürlich okay, wie kommt das jetzt rüber, wenn ich Fragen stelle? Ich meine, man kennt sich so gar nicht. Man tippt auch meistens Fragen, sondern spricht gar nicht ins Mikrofon. Und deswegen, das wurde schon angeboten. Aber es kommt halt, wie gesagt, ganz auf die Dozenten dran, wie nah man den Dozenten ist. Das heißt also, du hättest jetzt praktisch genauso gut ein Fernstudium beginnen können. Das wäre nichts anderes gewesen. Im Zweifel wäre das Fernstudium nur besser durchorganisiert gewesen. Ne? Das hätte gut sein können, ja. Gut, okay, das konnte keiner wissen. Ja. Wie geht die Uni denn mit der aktuellen Situation um? Also ich kann mal so von meinem Sohn in Bonn sagen, er wusste, glaube ich, bis vor kurzem noch gar nicht, ob jetzt im Wintersemester vieles wieder in Präsenz stattfinden kann oder nicht. Die Uni hat sich da sehr, sehr lange Zeit gelassen mit sozusagen einer Aussage dazu. Aus meiner Sicht auch nicht ganz nachvollziehbar, weil aktuell waren ja zumindest damals die Zahlen auch noch ganz in Ordnung, ne? Wie war das denn hier an der Uni Koblenz? Also da kam am Anfang schon früh die Infos, dass die Uni Koblenz versucht, möglichst viel Präsenz zu gestalten. Und dann immer mehr, als das Semester immer näher gerückt war, kamen natürlich genauere Details. Und dann ist es natürlich so, es kommt halt darauf an, wie viele Studierenden überhaupt in den Kursenmodulen drin sind. Ich sag mal so, ich habe jetzt aktuell nicht so sonderlich viele Kurse. Ich habe aktuell 6 Kurse und davon habe ich einen in Präsenz an der Uni. Es ist natürlich auch so, dass der Dozent auch mitentscheiden kann, ob ich das überhaupt an der Uni machen kann und natürlich, wie viele Studierende überhaupt in den Vorlesungen bzw. Seminaren sind. Deswegen ist es ein großer Unterschied. Gibt es jetzt aufgrund von Covid auch Beschränkungen der Teilnehmerzahl oder ist das ohnehin auch ohne Covid so? Das ist auch ohne Covid so, genau. Und wie ist da die Beschränkung? Zum Beispiel bei, ja, ich weiß nicht, bei einer Vorlesung oder bei Genau, also es kommt eigentlich ganz drauf an. Also Seminare oder Vorlesungen, das kann man gar nicht so wirklich pauschal sagen. Aber deswegen ist es natürlich dann auch davon abhängig, wie viele zugelassen sind. Seminare sind halt meistens viel mehr Angebote, das heißt kleiner. Ich würde so sagen, schätzungsweise um die 30 Studierenden. Aber deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen. Also ich habe Jura studiert und damals in der Zeit, als ich das studiert habe, Ende der 80er Jahre, da gab es sehr, sehr viele Studienanfänger und das wurde einfach so geregelt. Es wurden die Vorlesungen angeboten und in großen Hörsälen und oftmals kamen die Leute trotzdem nicht rein, weil zu viele da waren. Dann musste man halt früh da sein, sonst kam man nicht rein. So hat sich sozusagen von selbst gelöst. Ja? Und das ist hier gar nicht so. Ja? Genau, das ist natürlich dann auch dem Online-Part nochmal geschuldet. Also es ist halt oft so, dass sich auf 30 Seminarplätze ungefähr 200 Studierende bewerben. Kann man, 30 Seminarplätze, genau, 200? Genau, dann kann man sich schon mal die Größe halt auch vorstellen, wie viele Studierende es überhaupt gibt und wie viel man sich dann halt bewirbt. Und natürlich logischerweise, wenn sich 200 Studierende auf 30 Seminarplätze bewerben, kann man sich natürlich auch vorstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man überhaupt genommen wird. Wird gelost sozusagen dann oder wie? Genau, also es heißt, es ist eigentlich so, je höher ich im Semester bin, desto mehr Chancen habe ich. Und dann wird aber trotzdem halt gelost. Auf der einen Seite kann das natürlich ein Vorteil sein für die, die im höheren Semester sind, aber natürlich ein Nachteil für die, die vielleicht im ersten oder zweiten Semester sind. Und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass zum Beispiel Leute unter mir im Semester in die Kurse reingekommen sind, für die ich mich auch angemeldet hatte. Das heißt, da ist dann auch teilweise die Frage, okay, es heißt doch eigentlich, das? Genau, es geht nach Prioritäten, aber wie läuft das eigentlich ab? Ja, okay, das ist natürlich dann schon schwierig, sage ich mal vorsichtig. Aber um das für die Hörer nochmal so konkret klar zu kriegen, also du hast dich jetzt eingeschrieben, du beginnst jetzt dein Studium, dann wirst du ja bestimmte Pflichtveranstaltungen dann haben, für die du dich dann eben normalerweise anmeldest. Und dann stellst du fest,
Es sind eigentlich nur 30 Plätze und es sind 200, die dort anfangen müssen. Und wenn du eben nicht reinkommst, ja, was ist denn dann? Kannst du dir den Stoff nebenbei erarbeiten und trotzdem eine Prüfung ablegen? Oder bist du dann praktisch, ist das Semester verloren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also leider nein. Leider gibt es dann die sogenannte Belegpflicht. Das heißt, alles muss belegt werden, bevor man in die Prüfung reingehen kann. Belegt heißt in dem Fall, du musst praktisch eine Anwesenheit nachweisen, ob die jetzt online oder in Präsenz ist, aber du musst sozusagen nachweisen, dass du teilgenommen hast. Genau, ich muss mich erstmal, es gibt einen sogenannten Anmelde, also man meldet sich über Clips an, so heißt das Format, und da muss man sich erstmal anmelden und auch zugelassen werden, und dann kann man natürlich erst in die Kurse und Module reingehen, und dann muss man halt da natürlich auch aktiv mitarbeiten. Die Form hängt vom Dozenten ab, was aktiv bedeutet, und dann habe ich einen Kurs belegt und dann kann ich halt auch quasi erst die Prüfung vollziehen. Und wie viel wirft dich das dann zeitlich zurück, dadurch, dass du eben nicht in diese Kurse kommst, die du eigentlich belegen möchtest oder musst? Also das kommt halt, wie gesagt, auch immer auf den Studenten selber an. Also bei mir, ich hatte dieses Semester wirklich sehr viel Pech. Ich wurde fast überall abgelehnt. Gerade in Deutsch ist es halt so, dass man auch hört, man wird sehr viel abgelehnt. Ein Kumpel von mir ist zum Beispiel, hat sich letztes Semester in Deutsch angemeldet, kam in eine Vorlesung rein, dieses Semester nochmal alles in 4 Module angemeldet, so wie das Semester davor, kam auch davon nur eine wieder rein. Also fast überall abgelehnt. Auch ich habe dieses Semester nur bis jetzt sehr wenig in Deutsch und wurde, also vor allem, man nennt das Deutsch Modul 4, da wird man sehr häufig immer abgelehnt. Da kann man sich 3 Semester oder so anmelden, bevor man da überhaupt meistens genommen wird. Das ist so eine Art Wartezeit dann, oder wie muss ich mir genau, das vorstellen? Genau, das ist natürlich dann jetzt sehr schwierig, weil ich würde gerne viel mehr studieren, und ich glaube, ich bin auch jemand, der sehr viel eigentlich studiert und auch letztes Semester online sehr viele Kurse belegt hat. Und das auch gerne weiterhin so machen würde, aber kann ich ja gar nicht machen, wenn ich nicht genommen werde. Und jetzt versuche ich natürlich irgendwie andere Dinge vorzuziehen, aber ja, die Module und Kurse beruhen ja aufeinander. Das geht ja ein Stück weit eigentlich nicht. Du hast jetzt eben gesagt, es ist für dich nicht ganz so durchsichtig, wie jetzt überhaupt diese Zulassung erfolgt, also nach welchen Kriterien. Ja. Ist das nicht irgendwie definiert letzten Endes? Muss die Uni da nicht gewisse Kriterien erfüllen? Genau, also eigentlich hat die Uni gewisse Kriterien. Also es ist natürlich allgemein so, dass es halt nach Anzahl der Semester geht und nach Prioritäten. Also ich melde mich halt für ein Modul mit einer gewissen Priorität an. Die vergibst du, die Priorität? Genau, die vergib ich. Zum Beispiel Priorität ist das höchste, da will ich dann unbedingt in dieses Modul rein. Genau, und das vergebe ich dann halt. Und nach den Anzahl der Semestern heißt es eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich auch schon davon sprechen, dass ich mich in Modulen angemeldet habe, auch mit sehr hoher Priorität, und abgelehnt wurde. Und Semester unter mir, die sind in dasselbe Modul reingekommen. Mhm. Glaubst du, dass das ein Problem der Uni Koblenz im Speziellen ist, oder hörst du von anderen Universitäten Ähnliches? Also ich kann das eigentlich nur mit der Uni Mainz vergleichen, weil mein Bruder halt auch Lehramt studiert an der Uni Mainz. Und er hat mich auch schon vorher gewarnt, ja, es kann mal sein, dass man nicht in die Kurse so reinkommt. Aber was ich von ihm mitbekommen habe, ist definitiv schon anders. Da hat er dann gesagt, ich hatte immer genug Kurse. Klar kam das auch mal vor, dass ich nicht da reinkam, wo ich wollte. Aber an der Uni Koblenz ist das, glaube ich, teilweise schon vermehrt der Fall. Ich hatte das auch tatsächlich schon, bevor ich mein Studium angefangen habe, gehört. Sicher, Uni Koblenz, Lehramt, da wird man doch überall abgelehnt und kommt schwierig rein. Okay. Könnte man ja jetzt laienhaft sagen, ja, dann müsste eigentlich die Uni versuchen, eine Zugangsbeschränkung einzuführen, um diese Überbuchung zu verhindern. Und das wird gar nicht diskutiert, oder? Das weiß ich jetzt so genau nicht, aber man merkt halt auch einfach, dass die Dozenten halt kaum Kapazitäten haben, und das ist halt generell eigentlich, es gibt ja kaum Zulassungsbeschränkungen, dass viel zu viele Studierende überhaupt da sind. Das merkt man halt generell, wenn die Vorlesungen voll sind oder natürlich auch, wenn man zum Beispiel mal in Kontakt treten will mit einem Dozenten. Bis jetzt habe ich das ja alles online erleben dürfen. Das heißt, es war natürlich sehr schwierig, dann überhaupt mit einem Dozenten in Kontakt treten zu können, weil die halt eben sehr viele Anfragen per Mails oder so bekommen haben, dass man eigentlich ja auch oft gar keine Antwort leider erhalten hat, weil die Dozenten auch einfach dafür keine Kapazitäten frei haben. Okay, also du sagst, das ist jetzt nicht der Fehler, das Problem der Dozenten, sondern tatsächlich des Systems. Ja, also ich würde eher sagen, also die Dozenten, vor allem viele, die ich halt, also wie gesagt, das ist auch da natürlich abhängig von den Dozenten, wie sehr ein Dozent auch dafür bemüht ist, auch gerade online, welches Angebot er schafft für die Studierenden. Aber da würde ich schon sagen, dass es auch gar nicht machbar ist für die Dozenten. Mhm. Wenn ich halt mitkriege, wie viele Studierende die überhaupt haben. Also es ist schon sehr viel. Das ist ja wahrscheinlich ein Bachelor-Master-Studiengang, gehe ich von aus. Bachelor ist, glaube ich, normalerweise auf 6 Semester angelegt im Idealfall. Ist das realistisch, dass du das auch schaffst? Oder?
Also ich glaube, ich kann das jetzt schon gar nicht mehr schaffen, dadurch, dass ich dieses Semester halt sehr wenige Kurse habe. Und also von vielen meinen Freunden weiß ich auch, dass die das gar nicht schaffen können. Wie gesagt, da kommt es halt auch auf die Fächer an, aber gerade in Deutsch heißt es, das ist ganz schwer. In Ethik habe ich einen guten Kumpel, der hat jetzt letztes Semester sich überall in Ethik angemeldet, überall in Ethik abgelehnt, dieses Semester überall in Ethik angemeldet, überall in Ethik abgelehnt. Ja, für ihn ist das natürlich schwer, weil er hat jetzt bis jetzt erst ein Semester in Ethik überhaupt absolvieren dürfen. Und ja, wie soll er dann überhaupt Ethik weiter studieren? Okay, aber vom Grundsatz her, mit ein bisschen Geduld kriegt man vielleicht dann doch irgendwann den Bachelor, ja? Wird es dann im Masterstudiengang besser? Das kann ich natürlich leider noch nicht so genau sagen, weil ich die Erfahrung noch nicht hatte. Aber ich weiß auch, ich habe auch eine Freundin im Master und da hat sie auch berichtet, dass es nicht unbedingt, also es kommt wie gesagt auf die Dozenten an. Natürlich wird es gegebenenfalls weniger, weil ja, es ist natürlich schon so, dass man, wenn man lang warten muss, dann muss man auch natürlich beweisen, okay, ich will das überhaupt. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel unsicher wäre mit meinem Studiengang, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst beendet, weil ich natürlich sehr viel Wartezeit habe. Das heißt, es reduziert sich bestimmt schon, aber ja, ich glaube halt schon, dass aktuell der Lehrerberuf schon, ja, dass das halt gerne viele Studierende machen würden. Weil die Lehrer werden ja auch gesucht. Rein gefühlt, glaube ich, brauchen wir doch Lehrkräfte jede Menge, oder? Genau, also das ist das, was ich mitbekomme. Meine Eltern sind halt beide auch Lehrer und dadurch kriege ich natürlich auch einiges auch von der Seite mit. Und ja, oft werden händeringend Lehrer gesucht, ja, aber viele Lehrer werden dann auch überhaupt gar nicht eingestellt und das ist echt schwer. Haben denn jetzt schon, wenn du das überhaupt weißt, viele deiner Kommilitonen aufgegeben oder eher nicht? Also gerade so im ersten, zweiten Semester, da habe ich schon einige mitbekommen, die aufgehört haben. Zum Beispiel, die dann auch ein freiwilliges soziales Jahr mit mir gemacht hat und eigentlich gesagt haben, okay, das will ich machen. Aber dann auch gerade dieses Online, ich meine, das wird wahrscheinlich in anderen Studiengängen natürlich auch so gewesen sein. Aber ich hatte ja vorhin schon von den asynchronen Anteilen gesprochen und das war wirklich sehr, sehr viel. Und von daher haben, glaube ich, einfach auch viele durch dieses Online die Motivation verloren. Also das heißt, die Arbeitsbelastung war tatsächlich hoch. Ja. Durch diese Form sozusagen, weil, warum? Weil die Dozenten vielleicht nicht das Gefühl dafür haben, wie viel sie da zumuten können und das Feedback nicht bekommen? Ja, also genau, die Dozenten, die wussten ja auch teilweise gar nicht, okay, wie mache ich das überhaupt jetzt alles online? Für die war das ja auch alles neu. Und gerade wenn ich jetzt im zweiten Semester war, haben die meistens zum Beispiel zum ersten Mal den Kurs halt online, hat der Kurs online stattgefunden und da mussten auch die Dozenten natürlich erstmal testen, okay, wie läuft das alles am besten ab? Wie funktioniert es am besten? Was kann ich den Studierenden zumuten? Aber es ist natürlich schon so, dass man eigentlich zu Hause einfach saß und ein Selbststudium teilweise gemacht hat und sich dahingesetzt hat und wirklich auch mit viel Motivation rangehen musste. Aber halt auch wirklich, ich setze mich jetzt alleine zu Hause hin und mache das. Also da braucht man natürlich auch Motivation und halt auch das gewisse Durchsetzung. Also dass ich das auch wirklich mache und dass ich das mir selber organisiere, dass ich arbeite alleine zu Hause. Bei den Dozenten wird es ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass einigen das leicht gefallen ist und anderen vielleicht eher nicht. Ne? Also mit dem Online-Dozieren sozusagen. Hast du denn das Gefühl, dass die sich schwer getan haben anfangs, dass die da durchaus eine Lernkurve haben, dass das bei denen jetzt mittlerweile gut funktioniert? Oder gibt es da auch einige, die sich irgendwie so immer noch so widerwillig da verhalten und da auch nicht wirklich was dazu lernen? Also das ist natürlich auch immer abhängig. Kann man, glaube ich, auch pauschal nicht so sagen, aber da habe ich schon das Gefühl, dass doch die Dozenten doch auf jeden Fall bemüht sind. Und dann gibt es auch am Ende des Semesters immer sogenannte Evaluationen. Das heißt, man bewertet halt auch den Dozenten. Und zum Beispiel in Rallye haben wir dann auch schon einer Dozentin das Feedback gegeben. Okay, es war halt wirklich sehr gut strukturiert, hat alles super funktioniert, man konnte sie erreichen, aber es war einfach wirklich sehr viel. Man saß in der Woche einfach viel zu viel da dran. Und hat sie gesagt, okay, das tut mir leid, das wusste ich gar nicht, danke für das Feedback. Und dann läuft das natürlich im nächsten Semester anders ab. Also ich glaube, da sind doch schon die Dozenten sehr bemüht, vor allem natürlich auch online, das technisch alles hinzubekommen. Es ist natürlich auch für die Dozenten alles Neuland gewesen. Aber ich glaube, da sind die schon stets bemüht, das zu optimieren und verbessern. Mhm. Die Prüfungen musstest du ja zum Teil trotzdem ablegen und dafür bist du dann tatsächlich wirklich auch mal zur Uni gegangen, ne? Also genau. Zur Prüfung, ja. Genau, okay. Ich weiß noch, dass ich schon sehr nervös war. Ich bin dann das erste Mal so richtig an die Uni gegangen und musste eine Klausur direkt im Präsenz schreiben. Ich kannte ja eigentlich niemanden, ich war noch nie wirklich an der Uni. Und ich weiß noch ganz genau, was das für ein Tag war. Es war im Februar und ich war total aufgeregt. Und ich glaube, das ging allen anderen auch so, allen anderen Studierenden. Und genau, da musste ich einfach in einem ganz vollen Raum mit Maske, ich glaube anderthalb Stunden war das, meine Klausur schreiben. Okay.
Ich hoffe, es ist gut gegangen. Ja, es ist tatsächlich gut gegangen. Jetzt, wie gesagt, geht es ja dann in Präsenz eigentlich los. Man hat in der Rheinzeitung gelesen, dass die Uni sagte, eher die Mehrzahl der Veranstaltungen soll in Präsenz stattfinden. Ist das so? Also, wie gesagt, das kommt natürlich auch immer wieder auf die Fächerkombinationen an, aber ich würde auch eher sagen, eher weniger. Also, wie gesagt, ich habe jetzt von meinen 6 Kursen einen in Präsenz. Und die 5 anderen sind online. Genau, und davon ist auch einer nur synchron online. Das heißt, zu der Zeit muss ich dann wirklich vor den PC gehen und werde mich über, ich weiß es noch nicht ganz genau, Zoom oder BigBlueButton einloggen und halt wirklich den Dozenten sehen. Und alles andere ist einfach asynchron. Das heißt, da wird was hochgeladen. Und warum ist das so? Also ich meine, okay, die Inzidenzen steigen jetzt wieder, aber es ist ja noch nicht so, dass das grundsätzlich nicht gehen würde. Die Präsenzveranstaltung. Ja, es sind halt wirklich ja sehr viele Studierende, wie ich schon mal erwähnt habe. Und dann ist natürlich die Vermischung auch besonders hoch. Und der Dozent hat natürlich das Risiko. Und der entscheidet dann auch quasi, inwiefern das halt alles abläuft. Und wie gesagt, die Fächer sind ja auch entscheidend. Also viele von meinen Mitstudierenden, da weiß ich, dass die halt schon öfter mal in die Uni gehen, so 2-3 Kurse die Woche online haben. Aber ja, es ist halt alles natürlich vom Dozenten abhängig, was ich natürlich auch verstehen kann. Weil wenn der Dozent sagt, das ist mir so ein hohes Risiko, dann natürlich kann es nicht an der Uni stattfinden. Wie ist es mit dem Thema Impfen? Gibt es da Vorgaben seitens der Uni? Gilt 3G, gilt 2G? Was gilt? Genau, also wenn man natürlich in Präsenz ist, muss man, das kann der Dozent auch immer nachfragen, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. Also getestet geht 3G dann sozusagen? Also soweit ich weiß, da bin ich mir jetzt leider nicht 100% sicher, aber soweit ich weiß, müsste das auch mit getestet gelten. Mhm, ja, genau. Ja, weil ich sag mal, wenn man 2G hätte, beispielsweise, und der Dozent selbst auch geimpft ist, sehe ich jetzt so kein riesig großes Risiko. Ich meine, deine Mutter ist Grundschullehrerin, ja? Die hat auch 30 Kinder wahrscheinlich, immer in der Klasse, in engen Klassen. Mir fehlt so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, das Verständnis oder diese Angst, die da eine Rolle spielt, offensichtlich, der Dozenten. Ist das nicht auch ein bisschen, dass sie sich das Tick zu einfach machen? Also ich glaube, das geht ja gar nicht wirklich von den Dozenten aus. Also ich glaube, die Dozenten sind ja jetzt nicht diejenigen, die sich da, sage ich jetzt mal, querstellen, sondern halt eher die Vorgaben, dass halt die Uni natürlich an gewisse Vorgaben gebunden ist. Vom Bildungsministerium dann sozusagen wahrscheinlich, ja? Ja, genau. Mhm. Und dass es halt nicht zu viele Vermischungen geben kann, was ich immer natürlich schade finde. Gestern hatten zum Beispiel katholischen Religion ein anderes Modul, wo ich jetzt nicht drin bin, aber ein Parallelmodul, hatten die zum ersten Mal Präsenz und da habe ich erzählt bekommen und die haben sich gestern gesehen und das war auch alles freudig, aber dann sitzt dann halt, wenn man nebeneinander sitzt, halt nur dauerhaft mit Maske da und auch natürlich der Dozent dauerhaft mit Maske, das ist dann natürlich nochmal was, wo ich sage, ich freue mich wirklich sehr, zur Uni gehen zu dürfen und ich bin auch wirklich sehr gespannt, weil ich gleich das erste Mal in Präsenz an die Uni darf. Aber wenn ich dann entweder 2 Meter Abstand halten muss oder die Maske tragen muss, ist natürlich dann auch Wie viele sind denn in diesen Veranstaltungen dann, wo dann Maskenpflicht gilt beispielsweise? Ja, das sind dann meistens so 30 Leute, schätze ich. Ja, dann verstehe ich es jetzt noch weniger, weil in der Grundschule sind auch oder in der Schule 30 Kinder oder Schüler und da gilt die Maskenpflicht doch nicht mehr. Genau, das Problem ist halt, wie gesagt, diese große Vermischung, da jeder ja quasi wählen kann, in welches Modul oder Kurs er reingeht. Sprich, ich habe eine viel größere Vermischung natürlich als in der Schule, weil in der Schule gibt es eine Schulklasse, in der ich dann ja unterrichte vielleicht und dann gehe ich vielleicht auch an andere Klassen als Lehrkraft. Aber ansonsten ist da ja nicht so die große Vermischung, weil zum Beispiel, wenn ich meine Freunde vergleiche, ich habe mit einem Freund den Kurs, mit dem anderen Freund den Kurs, weil es ist ja so viel, es ist ja nicht nur die Fächer, die ich studiere, sondern halt auch Bildungswissenschaften oder Grundschulbildung, was ich machen muss. Da gibt es so viele Angebote von Dozenten, verschiedene Seminare, Vorlesungen, das ist natürlich schon echt schwer. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ist das nicht ein bisschen weltfremd? Hast du nicht in der Oberstufe ähnliche Systematiken? Und wenn ich mal gucke, ich habe auch viele Sozialkontakte, da vermischt sich auch einiges. Da muss man sich irgendwann mal die Frage stellen, wie lebt man mit dem Virus, ne? Oder wie eben nicht? Ne? So, aber ist klar, es ist alles nicht einfach. Wie wird denn jetzt aus deiner Sicht das weitergehen? Hast du da so eine Vorstellung, was jetzt passiert? Jetzt steigen die Zahlen leider wieder etwas und wer weiß, wann die Politik dann wieder reagieren muss oder wird. Ist nicht gerade so eine rosige Aussicht, oder? Ja, genau, aber natürlich bin ich immer noch am Hoffen. Also ich gebe die Motivation nicht auf und das ist ja jetzt schon so, wir dürfen immerhin an die Uni und das ist ein Riesenschritt, dass wir überhaupt jetzt mal, dass ich im 4. Semester überhaupt an die Uni kann und
Veranstaltungen in Präsenz wahrnehmen darf. Von daher bin ich da erstmal optimistisch und ich hoffe natürlich, dass das dieses Semester, trotz dass die Zahlen steigen, dass es weiterhin so fortgeführt werden kann und dass es natürlich im nächsten Semester auch wirklich mal für mich richtig losgeht und natürlich für alle anderen auch, dass ich halt wirklich dauerhaft an die Uni gehen kann und endlich mal studieren darf. Ja, für das Sommersemester, glaube ich, kann man ganz gute Hoffnung sein. Also gehe ich mal von aus, rein saisonal. Ne? Was kommt denn von euch Studierenden selbst? Ihr könntet euch ja jetzt durchaus, wo das wieder möglich ist, auch persönlich stärker vernetzen, kennenlernen. Gibt es da Veranstaltungen oder gibt es da Bestrebungen, dass man da auch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl hinbekommt? Ja, also ich denke schon, also was ich mitbekommen habe, auf jeden Fall. Und es gibt auch schon auf WhatsApp und so alle möglichen Gruppen, die sich dann auch mehrfach getroffen haben, einfach die Leute, die Lust haben. Auch im realen Leben getroffen. Genau, dass wir dann einfach zusammen, ich war jetzt am Dienstag zwar nicht dabei, aber dass man dann einfach zusammen in die Stadt geht, ein bisschen was trinken geht und einfach, wer Bock hat, kommt. Und diese Vernetzung kann aber an der Uni dann nur schwierig stattfinden, ne? Wegen Maskenpflicht und Ähnlichem dann. Genau, ne? Also es ist natürlich eher so, dass es dann quasi über WhatsApp ausgemacht wird, hey, wer hat heute Lust, in die Stadt zu gehen? Und dass das halt so stattfindet und nicht wirklich, dass man sich an der Uni bis jetzt richtig so kennenlernt und dann irgendwas gemeinsam macht. Ja, wie wird es denn für dich weitergehen? Hast du eine Vorstellung, was nach dem Bachelor kommt? Willst du gleich den Master machen oder hast du da noch was anderes vor dazwischen? Nee, also ich denke, ich werde einfach direkt weiter studieren, weil wirklich mein Ziel ist, es auf jeden Fall Lehrerin zu werden. Das ist wie gesagt immer mein Plan A und ich freue mich da schon unheimlich drauf, wenn ich es endlich geschafft habe und wirklich selber unterrichten kann, hoffentlich eine eigene Klasse habe und ich glaube, darin gehe ich sehr auf. Von daher bin ich einfach froh, wenn ich dann irgendwann einen Haken in das Studium machen kann und einfach wirklich, ja. Aber das setzt den Master voraus, ne? Dass du unterrichten darfst oder nicht? Ja, genau. Doch schon, ja. Okay. Und wann fängt man dann mit dem Referendariat an, nach dem Master? Ja. Wenn ich den absolviert habe, kann ich mich dann für das Referendariat bewerben. Mhm. Und wenn das jetzt nochmal ein bisschen besser laufen würde, jetzt auch von der Möglichkeit, die Kurse zu belegen, wie lange muss man da rechnen, bis man also den Master dann wiederum hat, wenn man den Bachelor hat? Das kommt natürlich darauf an, ob man Grundschule studiert. Also ich studiere ja jetzt Grundschule, da ist es ein bisschen weniger und der Master ist dann nochmal ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Ja, mhm. Ja, und dann wirst du auf jeden Fall wahrscheinlich doch 6 Jahre mindestens mal im Studium gewesen sein, bis du jetzt dann die Chance hast, mal Geld zu verdienen. Ne? Genau. Okay. Und planst du denn deine, in Anführungszeichen, schulische Karriere auch hier in Rheinland-Pfalz oder würdest du lieber woanders hingehen? Also aktuell würde ich hier schon in Rheinland-Pfalz planen, weil wie gesagt, bis jetzt wohne ich auch noch zu Hause und Koblenz-Lei. Koblenz-Lei, genau. Und bin auch sehr verbunden mit Koblenz. Und ich habe ja auch einige Hobbys, die ich noch hier ausübe. Ja, erzähl mal, was machst du denn? Also ich spiele schon seit ich glaube, überhaupt fast gehen kann, Fußball. Wow. Ja, genau. Und habe das eigentlich immer durchgezogen und war auch da sehr aktiv. Wo spielst du? Aktuell spiele ich bei Bad 9a, der zweiten Mannschaft. Habe ich auch erst diese Saison hingewechselt. Zweite Mannschaft Bad 9a, okay. Genau. Können die denn noch trainieren? Da ist ja auch alles kaputt, die ganzen Sportplätze und so. Ja, leider. Also wir haben auch über einen Monat verloren an Trainingszeit, die uns jetzt natürlich alle anderen Gegner voraus sind. Aber wir haben Gott sei Dank einen Platz gefunden, auf dem wir trainieren und spielen dürfen. Der ist natürlich jetzt von mir ziemlich weit weg. Der ist in Bonn, der Platz. Ui. Also zu jedem Training musst du nach Bonn fahren? Tatsächlich, ja. Also ich fahre immer eine Stunde, über eine Stunde. Im Auto? Ja, ich habe halt meinen Trainer. Ich bin halt spielende Co-Trainerin aktuell. Okay. Und dann nimmt mich halt immer Gott sei Dank mein Trainer mit, der hier auch aus der Gegend kommt. Das heißt, ich habe Gott sei Dank nicht die Spritkosten, aber ja, wenn er nicht da ist. Welche Liga ist das, in der du da spielst? Das Bezirksklasse. Also wir wollen auch wieder aufsteigen. Und ich glaube, wir spielen auf jeden Fall auch oben mit. Aktuell sind wir leider Tabellenzweiter, weil wir ein Spiel schon verloren haben. Aber unser Ziel ist es dann auch, aufzusteigen. Und welche Position spielst du? Oh, das ist schwer zu sagen. Aber am liebsten spiele ich eigentlich als Außenverteidiger. Okay. Ja. Ich spiele auch noch Fußball, alte Herren, aber ich glaube, bin ganz froh, wenn wir uns nicht auf dem Platz begegnen. Da würde ich wahrscheinlich alt aussehen, oder? Ach, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Okay. Ja, und ansonsten hast du auch noch andere Hobbys, hast du gesagt? Oder, ja gut, du gehst arbeiten nebenbei. Genau, also früher habe ich noch viel mehr Hobbys ausgeübt. Ich glaube, da habe ich fast alles immer durchgezogen, was man machen konnte. Ich war, habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe 2 Instrumente gespielt, ich war beim Schwimmen. Also ich habe, glaube ich, sehr viel gemacht und das auch noch jahrelang. Aber wenn man dann halt studiert und ja, dann geht das natürlich alles irgendwann nicht mehr. Und deswegen ist Fußball also mein Nummer-1-Hobby, wo ich natürlich auch als Trainerin sehr lang tätig war und jetzt noch als Co-Trainerin. Und dann natürlich halt nebenbei arbeiten, um sich halt auch ein bisschen Geld verdienen zu können. Wie oft trainiert ihr denn? Wir trainieren 2x die Woche und dann halt einmal ein Spiel. Noch ein Spiel. Genau. Okay. Ja, aus der Männerperspektive war das von meiner Beobachtung immer so, dass die Fußball gespielt haben, sehr intensiv,
häufig ein bisschen Ärger bekommen haben von ihren Partnern, weil die dann irgendwann das Verständnis nicht mehr hatten. Ne? Da geht viel Freizeit drauf. Ja? Ist das bei euch Mädels auch ähnlich? Oder? Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Vor allem sonntags, gerade jetzt natürlich auch in meinem Fall, wenn ich schon alleine eine Stunde überhaupt zu meinem Heimort fahre, Heimspielort, es ist natürlich so, dass auswärts teilweise manchmal sogar näher ist, aber natürlich auch manchmal weiter weg ist. Und dann trifft man sich ja sonntags ja so anderthalb Stunden vorm Spiel. Und dann das Spiel überhaupt, dann sitzt man danach noch zusammen. Also da geht eigentlich zum Beispiel schon der ganze Sonntag drauf. Trinkt ihr auch Bier danach? Ja, schon. Ja, schon, auf jeden Fall. Und dann bringt einer mal einen Kasten mit und gibt einen aus. Sie hatte Geburtstag. Gehört dazu, ne? Irgendwie. Das gehört eigentlich immer dazu. Ja. Vor allem, wenn man dann natürlich hoffentlich einen Sieg gefeiert hat, ist natürlich umso schöner die Stimmung. Und ja, schon. Ja, schön. Ja, gefühlt habe ich das so empfunden, dass mittlerweile mal mindestens genauso viele Mädchen im jungen Alter Fußball spielen wie Jungs. Also bei Jungs habe ich eher das Gefühl, dass so der Reiz bei manchen gar nicht mehr so da ist. Also früher war das ja selbstverständlich, da bist du einfach in den Fußballverein gegangen. Und heute gibt es ja einige Alternativen und manche sind ja auch so Couch-Potatoes, die wollen ja gar keinen Sport machen. Ne? Ja. Also das kommt natürlich auch ganz drauf an, aber also für mich gab es eigentlich immer nur den Fußball. Ich bin schon von klein auf immer mit meinem Vater und meinen Brüdern halt mitgegangen und habe halt immer auch früher bei den Jungs gespielt, als es noch gar nicht wirklich Mädels gab. Und von daher bin ich schon froh, dass ich immer noch spielen kann. Ja. Mhm, aber da gibt es jetzt viele Mannschaften, ne? Also da herrscht kein Mangel, oder? Wenn man also das geht. Also in Koblenz sind es jetzt zum Beispiel nicht so viele. Deswegen jetzt sage ich jetzt mal, Bad 9a ist schon mehr, gehört schon in den Mannschaften zu meiner Nähe. Okay. Aber es geht natürlich, also ich hätte schon noch eine andere Auswahl, so ist es nicht. Aber natürlich im Männerbereich gibt es viel mehr Mannschaften, weil Frauen ist und Fußball hat natürlich auch erst begonnen. Und wenn man sich überlegt, wir Frauen sind dann natürlich jetzt nicht mehr ganz so jung, dann fängt man ja auch meistens nicht im Erwachsenenalter erst an, sondern müsste auch im Kindesalter ja schon angefangen haben, Fußball zu spielen. Ja, wobei es ja schon einige Jahre, dass auch die deutsche Frauenfußballmeisternationalmannschaft sehr erfolgreich ist. Oder eigentlich so die höchste Zeit, beste Zeit ist ja schon fast wieder rum, habe ich so das Gefühl. Ne? Weltmeisterschaft und so weiter. Mhm. Und trotzdem gibt es ja genügend Nachwuchs. Ne? Ja, aber auch da merkt man natürlich den Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball. Wer guckt sich die deutsche Nationalmannschaft der Frauen an? Wer kann zum Beispiel, kennt überhaupt ich. Frauen? Ich auch, weil ich mich ja auch sehr für Fußball interessiere und auch Männerfußball aktiv nachverfolge. Aber ich glaube, viele tun es nicht und kennen sich da auch gar nicht aus. Von daher, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Also Männerfußball auch, am Wochenende Bundesliga und Champions League und sowas. Und immer. Hast du einen Lieblingsverein? Ja, auf jeden Fall. Sag's nicht. Ich weiß es schon, ich ahne es schon. Ja. Bayern, oder? Ja. Nur furchtbar. Okay. Alles klar, war schön mit dir geplaudert zu haben, Alison. Und ich wünsche dir für dein Studium dann, dass sich das halbwegs normalisiert, auch was die Situation in den Lehrveranstaltungen generell angeht, ne? Dass du da Möglichkeiten bekommst, das zu belegen, was du belegen möchtest. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man an diesem System auch mal was ändern. Vielleicht ist es auch die Aufgabe der Studentenschaft, das mal ein bisschen stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Das haben wir jetzt versucht mit dem Podcast, aber das wird nicht reichen. Ich bin immer der Meinung, wenn einen was stört, man muss es sagen, man muss es versuchen zu ändern. Hinnehmen ist keine Alternative. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Bitte. Ciao. Tschüss. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.